Peer, wolltest du uns ganz kurz pitchen, was ist Kaktu? Ja, Kaktu will eigentlich den ganzen Einrichtungsprozess digitalisieren. Das heisst, wir gehen digital zum Kunden heim, erfassen seinen Grundriss, seine Wünsche, seinen Geschmack, wo er alles kann angeben bei uns, voll digital. Er gibt die bestehenden Möbel an und mit diesen Angaben generieren wir einen automatischen Vorschlag. Es gibt ja heute x Möbelhersteller, eine Auswahl von Millionen von Möbeln und wir probieren ihm den besten auszusuchen für seine Wünsche, sein Budget, seinen Geschmack und zeigen ihm dann das. Eine weitere Challenge ist für den Kunden, dass er sich dann gar nicht mehr vorstellen kann, wie sieht denn die Möbelkombination aus. Und dort machen wir auch, das ist einmalig und so gibt es so neu, machen wir immer automatische Visualisierung. Also er kommt auf Knopfdruck einen Vorschlag über, wie er sein Wohnzimmer, Esszimmer kann einrichten kann. Und sieht dann auch, wie das aussieht. Klingt extrem interessant. Wie funktioniert denn das genau? Kann er euch irgendwie ein Bild zukommen lassen von seiner Wohnung? Oder wie erfasst ihr die Daten? Genau, also Stand heute ist es so, er kann, wenn er bestehende Möbel hat, kann er die füttern. Und dann lesen wir die wichtigsten Daten raus, die wir dann integrieren. Beim Grund ist es so, da kann er einfach Massangaben machen. Und dort sind wir im Moment noch so, dass es einfach raumspezifisch ist, also jeder Raum ist einzeln. Genau. Und dann gibt der Geschmäcker, ist immer so ein schwierig, was habe ich gerne, was nicht. Oder dort haben wir eine Auswahl von Bildern, wo wir ihnen sagen, okay, geht es eher in diese Richtung, geht es eher in eine andere Richtung. Mittelfristig wäre die Idee, dass er auch seine eigenen Bilder kann aufladen kann, wo er sagt, hey, dort bin ich mal im Hotel gewesen und das habe ich mega cool gefunden. Genau. Es geht aber jetzt noch nicht, oder? Das ist alles eine Frage von der Technologie, die wir entwickeln. Genau. Ja, ich nehme an, da steckt auch sehr viel Entwicklungsarbeit dahinter, um das Ganze wirklich so aufzusetzen, dass es nachher für den Kunden auch so einfach wie möglich ist. Genau, ja, genau. Also ich glaube, also das eine ist die Entwicklungsarbeit oder die Logik dahinter, oder? Also da gibt es mehrere Challenges. Eben, die bestehenden Möbel sind viel schwieriger zu erfassen als als Möbel, die wir im Angebot haben. Das Gleiche ist aber nachher aus der Anzahl Möbel optimale Zusammenstellung zu finden. Das ist eine riesige Challenge. Und eben dann zu visualisieren, dass es gut aussieht. Und ich glaube, wir haben mega viele Faktoren. Oder einer will einen runden Tisch, einer will einen eckigen, einer will die Höhe vom Tisch oder einen farbigen Teppich oder nicht. Und all das zu berücksichtigen und einfach darzustellen, das ist sicher eine riesige Challenge. Und Work in Progress. Also wir von Tag zu Tag probieren wir neue Sachen aus und probieren das zu verbessern. Die Arbeit geht sicher nicht aus. He? Nein, genau. Jetzt, der Kunde hat auch die Möglichkeit, wirklich Möbel direkt bei euch so eigentlich zu bestellen. Das habe ich so richtig verstanden. Genau, ja. Also die Idee ist, oder, also es gibt, ich glaube, verschiedene Ideen oder verschiedene Zielgruppen, die ansprechen können. Grundsätzlich ist die Idee, die erste Zielgruppe ist die sagt, hey, ich weiß gar nicht, wie alles zusammenpasst, machen wir mal einen Vorschlag. Ja. Und da können wir ihm schnell einen Vorschlag geben und er kann einzelne Möbel austauschen. Er kann aber auch nur einzelne Möbel dann kaufen, also er muss nicht das Ganze umsetzen. Es gibt aber eine Idee, vielleicht kommt jemand aus einer WG und sagt, jetzt ziehe ich mal allein aus, ja, will gerne schön wohnen und habe aber nicht genügend Kapital. Und da sind wir jetzt gerade dran, zum Beispiel um ein Abo-Modell zu lancieren, wo er dann die gesamte Wohnung kann als Abo mieten, sage ich mal, also die Richtung, nicht die Wohnung selber mietet man ja dann eh schon. Und so kann er zum Beispiel sagen, hey, 2 Jahre oder 3 Jahre habe ich vielleicht eine Freundin, die die zusammenziehen, dann kann ich die Möbel wieder auswechseln, die Freundin hat eh andere Gedanken als ich und dann, glaube ich, ist das noch ganz eine andere Zielgruppe. Oder? Und darum kommt es sich wieder an, es gibt mega die nichts zu tun haben, die nur kurzfristig vielleicht etwas suchen oder gerne Veränderungen haben. Und dann gibt es auch die, die vielleicht auf Pinterest rumtummeln und immer gerne schöne Sachen anschauen und einfach einen Input von uns wollen. Oder die sagen, ich tue alle meine Sachen selber aussuchen, aber machen wir mal einen Vorschlag. Ah nein, gefällt mir gleich nicht. Und eigentlich ist das Tool mega mächtig, dass er verschiedenste Zielgruppen abdecken kann. Ich glaube, das ist auch eine Schwierigkeit, aber auch, wie wir unsere passende Zielgruppe auch wirklich finden. Oder? Und wie wir die gescheit adressieren.
Und man sieht auch wieder mal alle Menschen total verschieden. Und das ist auch irgendwie ein bisschen Challenge bei euch, wenn ich jetzt hier raushöre. Genau, ja. Und ich denke, Challenge ist auch, man kennt das so noch nicht. Oder? Mhm. Heutzutage läuft man schaut man im Onlineshop Produkte an und denkt, ja, das könnte noch passen daheim. Oder man geht ins Einrichtungshaus und findet das Sofa schön, aber es sagt einem niemand, das Sofa passt jetzt zu meinem daheim. Weil der gar nicht, es fragt dann niemand, wie sieht dein Boden daheim aus? Hast du jetzt ein Eichenparkett hell oder einen dunklen Steinboden? Und da wollen wir wirklich eigentlich ein Level höher gehen und sagen, wir berücksichtigen deine Umgebung, die du daheim hast. Okay, klingt wirklich spannend für den Konsument. Jetzt wollen wir vielleicht ein bisschen vom eigentlichen Geschäft wegkommen, noch kurz einen Blick auf euch als Team werfen. Ja. Wie sind ihr zueinander gekommen? Woher kennt ihr euch, die jetzt bei Kaktu arbeiten? Also mittlerweile sind es eigentlich nur noch Kollegen, fast nur noch. Gestartet bin ich zusammen mit einem Kollegen, wo ich das Projekt bei der Bank gemacht habe. Mhm. Er war Interior-Designer, er hat meine Wohnung neu eingerichtet und dort habe ich gefunden, hey, das ist mega kompliziert, da kann man mega viel digitalisieren. Er ist auch immer noch dabei und dann hat sich ein Kollege zwei Kollegen vom Fußball haben sich selber eingeladen und das ist noch cool, oder? Also sie sind selber gekommen und sind motiviert gewesen, und so weiter und dann ist mit einem Dritten, wo ich Fußball spiele, ein Kollege, der, den ich vorher erzählt habe, der jetzt auf Mexiko kam, der ist gerade zurückgekommen und hat gesagt, ich habe nichts zu tun und den haben wir jetzt auch gerade reingesogen. Und so sind wir jetzt eigentlich mega ein verbundenes Team. Mittlerweile haben wir natürlich auch Dritte, die bei uns arbeiten. Mhm. Ich glaube, was uns verbindet, ist Leidenschaft oder wir wollen etwas bewegen. Aber schlussendlich ist es ein Familienunternehmen, ohne das dass wir in der gleichen Familie sind. Also die Co-Founder-Suche bei euch wirklich absolut gar kein Problem gewesen, so wie das da raustönt. Ja, genau. Also grundsätzlich ist wirklich, das ist mega cool, also eine mega gute Erfahrung, wie man sieht, wie viele Leute das Leidenschaft hineingeben. Mhm. Wir haben dann auch so fünf Freiwillige, die gratis mithelfen bei spezifischen Themen, oder? Wo man nicht kann sagen, hey, ich habe das Bedürfnis, kannst du mir helfen? Und dann kommen die und die sind alle, ich sage mal, in unserem Alter. Also Junge, die könnten auch andere Sachen machen oder sagen, hey, ich habe irgendwann Feierabend. Und das ist wirklich cool. Okay, jetzt, wir müssen schon fast wieder zum Ende kommen. Eine Frage habe ich jetzt aber noch, wenn es um die Zukunft geht. Du hast vorher schon angetönt, das Abo-Modell ist momentan in Planung. Wenn ihr mehr zum Abo-Modell erfahren wollt, dann schaut unsere Episode mit Raiba, ist hier unten verlinkt. Was sind sonstige Pläne? Kann man da schon etwas sagen? Ja, also ich muss, es ist noch schwierig zu sagen, weil es läuft so viel. Oder jetzt, wir wollen zuerst einmal eigentlich das End-to-End sicherstellen, das sprich vorne die bestehenden Möbel gescheit integrieren, den Grundriss gescheit integrieren, gute Visualisierung, einen guten Vorschlag, gute Umsetzung. Das ist das eine. Das zweite ist eben, willst du kaufen oder mieten? Das ist das andere. Das dritte ist, lange die Uster als Standort oder schaffen wir noch mit anderen Standorten zusammen, wo man ein bisschen schnuppern kann. Und das vierte ist dann schlussendlich, aber vieles ist abhängig von der Finanzierung. Oder? Unser Geschäftsmodell ist total skalierbar. Also wir könnten übermorgen das auch in Deutschland anbieten, oder? Weil es ist eine voll digitale Lösung. Und von dem her ist das schlussendlich eine Frage dann von, wann kommen wir wie viel Geld über, um das zu finanzieren. Und für das brauchen wir einen coolen Investor. Okay, dann hoffen wir doch da. Es kommt ein cooler Investor. Genau. Danke dir. Danke auch.